hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schoki Banoki Daily, deine tägliche Portion Angeberwissen. Das neben mir ist der Sascha. Und das ist der Marc. Marc Hagenbeck, Gedankenleser, der weiß jetzt genau, was ihr denkt. Ja, du da hinten, oh Mann, okay, aber ich sag nichts. Ja, wir starten direkt mit einem Geburtstagskind. Charlize Theron hat heute Geburtstag und zwar am 7. August 1975 geboren. Kennst du? Ja, natürlich. Gottes Werk und Teufels Beitrag. Und da hat sie mitgespielt. Monster hat sie mitgespielt, ganz genau. Ja. Kaltes Land. Hat sie eigentlich ganz nett, die Kleine. Ja, also ganz süß. Ganz süß. Hübschi, hübsch. Mhm. Aber in Monster hat sie eine, so eine... Ja, da haben die Maskenbildner richtig ordentlich... War ein guter Film. Fand ich ganz nett. Wirklich ganz gut, ja. Und am 7. August 2005 ist der größte Bankraub in Brasilien gewesen. Ui! Ja. 150 Millionen Real wurden da in Fortaleza gestohlen. Das sind 52 Millionen Euro. Leco mio. Haben Sie die eigentlich erwischt? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall ist der Bankraub am 7. August 2005 dort abgelaufen. Wenn einer von euch was dazu sagen kann, ob man die erwischt hat oder nicht, schreibt es mal eben in die Kommentare, dann wissen wir das nämlich auch. Ja. Alles klar. Ja, dann hatten wir natürlich am 7.8.1986 einen Kinostart in Deutschland. Ein Kinostart, der Generationen von Menschen beeinflusst hat, auch im Styling. Ich bin mal gespannt. Achtung, jetzt kommt's. Schau mal hinter dich. Top Gun! Ach so. Top Gun! Ja, jeder wollte plötzlich in Lederjacke und Sonnenbrille rumlaufen, ne? Ja, ja, und daraus entstanden ist auch irgendwann mal mein Kumpel, der Alex, ne? Mit dem war ich ja ganz, ganz lange unterwegs als Single. Und ist entstanden wegen Top Gun? Nee, pass auf. War der Film so daraus entstanden war, ich war immer Maverick und er war Goose, mein Wingman. Ach so. Er hat die Mädels immer angequatscht und ich hab's ja klar gemacht. So war das. Okay, Alex? An dieser Stelle ein Gruß an Alex, wer auch immer du bist. Aber ich finde... Das ist schon 400 Jahre her. Also aus heutiger Sicht finde ich den Film ja überbewertet, ne? Ehrlich gesagt. Nee, der war ist total Banane, echt? Der Film. Ehrlich. Also, total bescheuert. Also, ja, also der hat keinen geistigen Nährwert. Ist ja auch egal, muss er auch nicht haben, muss ihn nur unterhalten. Ja, das war der 7. August. Am 7. August war ganz viel. Wir haben jetzt gelernt, Top Gun ist erschienen. Wir haben gelernt, dass in Brasilien die Bank ausgeraubt worden ist. Und Charlize hat Geburtstag. Und Charlize Theron hat Geburtstag. Mhm. Jetzt könnt ihr rausgehen, könnt das alles erzählen. Und morgen schaltet ihr wieder ein am 8. August. Alles klar. Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.